Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Und ich muss sagen, ich habe mich lange nicht mehr auf eine Seven Worlds Wild Folge so gefreut. Ich freue mich auf alle. Aber dieses Mal hatten wir wirklich den krassesten Cliffhanger. Ja, wir hatten ja schon eine Folge, die Code Yellow hieß, wo Nova gedrückt hat, wo Nova rausgeflogen ist. Immer noch größten Respekt an Nova für ihre Leistung. Und jetzt heißt die Folge Rettung an Tag 6. Wir haben aber am Ende der letzten Folge schon mitbekommen, dass irgendjemand gedrückt hat und Rettung an Tag 6 hört sich fast, in my opinion, nach einem Code Red an. Aber ich weiß es nicht genau. Vom Thumbnail her haben wir gesehen, dass ein Ärzte-Team auf jeden Fall in ein Boot reingesprungen ist irgendwie. Ich habe die Befürchtung, die böse Befürchtung, dass es sich hier wirklich um einen Code Red handelt. Wir können jetzt natürlich noch spekulieren, Code Red, wer wäre am ehesten dafür quasi geeignet oder wer wäre in der Situation, einen Code Red auszulösen. Wir haben Sabrina, die ihr Medikit schon geöffnet hat, die hat aber ansonsten keine wirklichen körperlichen Probleme, würde ich sagen. Joris auch nicht, Otto auch nicht, Fritz hat seinen Gammelfuß ein bisschen, einen Ausschlag ab und zu gezeigt, hat aber keinen Eindruck gemacht. Knossi, natürlich, Zahnschmerzen, Magen-Darm. Und immer noch diesen Splitter im Fuß. Am wahrscheinlichsten von den Symptomen her wäre es Knossi, davon gehe ich aber nicht aus. Der Mann beißt sich durch alles durch in dieser Serie und ich gehe nicht davon aus, dass es Knossi ist. Sascha hat auch gestruggelt mit Magen-Darm, aber ansonsten hat er eigentlich auch einen relativ guten Eindruck gemacht. Ich weiß es nicht, ein bisschen Magen-Darm hatte natürlich Sabrina auch und ein bisschen auch bei Fritz. Ich bin gespannt, ich kann es gar nicht einschätzen, ich gehe eher davon aus, dass sich irgendjemand abrupt verletzt hat. Sei es hingefallen, ausgerutscht, geschnitten, dass irgendwas passiert ist, gestoßen, irgendwas, dass irgendwas passiert ist, ja, oder sowas Simples in Anführungsstrichen wie Kokosnuss auf den Kopf gefallen, dass sowas passiert ist und dann, bam, sowas wie bei Niklas Staffel 1. Das werden wir jetzt aber sehen, ob das der Fall ist oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Und ich hoffe einfach, dass wir nicht bis zum Ende der Folge warten müssen, sondern dass sie ausnahmsweise jetzt, weil es ja die letzte Folge hat ja schon damit geendet, dass wir wissen, dass irgendjemand raus ist, ja. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt auch am Anfang dieser Folge dort weitermachen, wo wir aufgehört haben. Bei der letzten Folge, versteht ihr, wie ich meine? Ich hoffe es. Ich kann nicht die ganze Folge warten, um zu wissen, wer raus ist. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen schwierig hier. Tag 6, 6.10 Uhr, wir fangen bei Sabrina an. Okay. Ja, das war mal ein Shelter. Das war mal ein Shelter. Krass, der ist komplett weggefetzt. Der ist ja komplett in sich zusammengefetzt. Guten Morgen. Heute ist Tag 6 im Projekt 7 vs. Wild. Aber Sabrina scheint gut zu gehen. Heute Nacht dafür entschieden, die Insel bzw. diesen Spot hier zu verlassen. Der Grund dafür ist der hier. Heute Nacht hat mich die Flut so übermannt, dass mein komplettes Shelter eingebrochen ist. Holy shit! Ich saß wirklich die ganze Nacht, also ab 4 Uhr oder so muss das losgegangen sein. Lol. In diesem Shelter und hatte wirklich Angst. Ich hatte Angst, dass mein Shelter einbricht, dass das auf über mir zusammenkracht. Und krass. Auf einmal, ratsch, ist es dann tatsächlich passiert. Ist Sabrina. Ich habe es dann rechts noch an dem... Aber sie hat dann wohl einen Code Yellow geschickt, ja? Balken gehalten. Einfach Sabrina ist actually raus. Ach man, schade. Dass irgendwie mal eine Welle krass. Ein bisschen frei war, dass ich vorbei konnte. Und dass ich mir dann, ja, dass ich dann aus dem Shelter fliehen konnte sozusagen. Krass. Und seitdem stand ich dann eine Stunde ungefähr da oben auf meinem höchsten Punkt sozusagen, der auch komplett überflutet ist. Mhm. Und das ist für mich auch der Grund, warum ich halt sage, ich verlasse die Insel, weil ich krass vermute, einfach. Dass die Flut diese Nacht noch heftiger wird. Und es gibt hier keine freie Stelle mehr, die nicht mit Wasser überdeckt war. Mhm. Und ja, das ist mir einfach zu gefährlich. Ich habe jetzt kein Shelter mehr. Ich bin jetzt nicht mehr vor Regen geschützt. Ich würde ultra frieren, wenn ich komplett nass bin. Ich weiß nicht, wann es regnet. Ja, deswegen
ist mir das ehrlich gesagt jetzt einfach ein bisschen zu gefährlich und deshalb möchte ich jetzt gehen. Krass, aber sie wirkt sehr gefasst. Sie wirkt sehr gefasst und es war dann auf jeden Fall die richtige Entscheidung, so wie sie redet und erzählt. Krass. Heavy. Schon ein bisschen traurig, weil mein Ziel war es wirklich die ganze Zeit am letzten Tag mit den übrigen Teilnehmern abgeholt zu werden und ja, die dann in die Arme zu schließen und sich dann zu freuen, dass ja, man es irgendwie geschafft hat und diese 7 Tage durchgehalten hat. Aber es ist für mich jetzt auch in Ordnung zu gehen, weil ich weiß, es liegt nicht an meiner Leistung, es liegt nicht an meinem Durchhaltevermögen, sondern es liegt jetzt einfach daran, dass es mir ansonsten ja, zu gefährlich wird. Kann ich voll verstehen. Und safe. Kann ich 100% ja, nachvollziehen. Ich werde jetzt gleich die Jungs rufen. Ich freue mich total, Jungs. Und ich bin voll gespannt auf ihre Reaktion auch darauf, dass Knossi noch drin ist, dass bis jetzt Nova raus ist. Und keine Ahnung, auf alles freue ich mich irgendwie. Keine Ahnung, es ist immer spannend, wenn die Leute abgeholt werden. Es wird alle wiederzusehen. Ich freue mich auch schon total, meine Familie wieder zu sprechen. Ja, meine safe. Liebsten und ja, werde mich jetzt noch von diesem wundervollen Spot verabschieden. Man merkt, wie happy sie ist, ne? Man merkt richtig, wie happy sie ist, dass sie gehen kann. Der Fluch und Segen war, ganz ehrlich. Ich habe viele Tiefen hier durchlebt. Ich habe aber auch viele tolle Höhen hier erlebt. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für dieses Projekt, dass ich hier teilnehmen durfte. Es hat mir sehr viel gegeben. Und genau, ich mache mich jetzt auf den Weg. Für mich ist Sam vs. Wild jetzt hier beendet. Krass. Aber sie wirkt, wie gesagt, sehr happy, sehr gefasst. Richtige Entscheidung. So, Sabrina hat sie jetzt gemeldet, Code Yellow. Oh, man sieht, ey, der Mann ist gerade aufgestanden, vor einer Sekunde wach geworden. Wirklich, Augenringe und Tränensäcke fast wie bei Knossi. Und das will schon was heißen. Wir holen jetzt raus. Das ist Johannes, oder? Ich verwechsel Max und Johannes immer. Ich glaube, das ist aber Johannes. Ein medizinischer Notfall, vermutlich Erschöpfung. Vielleicht die Situation werden wir später alles erfahren. Jetzt so ein bisschen. Die raus. Sind so wach geklingelt worden. Sabrina sieht fitter aus als die gerade, als das Team, was sie abholen kommt. Das will was heißen. Bye bye, Spot. Ey, aber war cool mit Sabrina auf jeden Fall. Krass, schade, dass die beiden Mädels tatsächlich zuerst rausgeflogen sind. Aber ey, die haben beide super guten Content geliefert, in meiner Opinion, ja. Bin super stolz auf jeden Fall auf Sabrina auch. Sie hat gut abgeliefert, 6 Tage ist krass. Beziehungsweise 5, wenn man jetzt, weil Tag 6 ja gerade angefangen hat, sagen wir es so. 5,5 Tage. Das ist schon krass. Das hier war das Thumbnail nämlich mit dem roten Kreuz. Da dachte ich schon, medizinischer Notfall oder so. Ah, wieder ein bisschen irreführend hier, ja? Insel noch mal so zu sehen, ne? Wirklich Jurassic Park einfach. Hier brauchen wir auch, da sieht man schon Dave, der Macher Dave, brauchen wir dieses 3,50 € Schlauchboot auch gar nicht so wie bei Nova. Hier konnten die schön nah ranfahren und dann kann sie da ins Boot geladen werden. Imagine, Sabrina hat jetzt einfach nur so einen Arm nur noch oder so. Es hätte ja alles sein können, oder? Keine Ahnung. Hat auf einmal sich die Haare abgeschnitten, whatever. Es hätte ja alles sein können, so. Was für eine Rettung. Alle werden erstmal nass wegen mir. Oh, ich freue mich so, euch zu sehen, ne? Das glaube ich. Ich bin so happy. Wie war's? Übelst krass. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Gut, dass du wieder da bist. Crazy, wirklich. Mann. Ich bin sehr froh darüber. Oh, ich finde cool, dass wir die ein bisschen, dass wir jetzt ein bisschen Zeit haben, um das hier so zu sehen, wie sie abgeholt wurde. Okay. Next one out. Aber krass, ne? Tag 6 hat gerade angefangen. 2 Leute sind erst raus. Und ja.
gerade, ich würde sagen, zwei, von denen man am ehesten erwartet hätte, dass sie direkt rausfliegen, Knossi und Sascha, oder die Allgemeinheit, das am ehesten erwartet hat, die sind noch drin und schlagen sich sehr gut. Sehr hart, aber sehr gut. Okay, das war also erstmal die Abholung von Sabrina. Das heißt, wir gehen jetzt zu Joris. Tag 6 ist angebrochen. Ich werde jetzt erstmal meiner Morgenroutine nachgehen und den gesamten Strand absuchen. Genau, das habe ich jetzt vor und ich würde sagen, bis gleich. Denn direkt danach werde ich die Tageschallenge öffnen und schauen, was mich da erwartet. Ich bin wirklich gespannt. Oh, neue Challenge, das vergesse ich immer. Danke Joris, danke. Ich habe das Gefühl, immer bei Joris wird die Tageschallenge gefühlt angefangen. Ey, geil, neue Challenge. Wirklich, mein Challenge-Vorschlag immer noch. Selbsteinschätzung, beziehungsweise Einschätzung der anderen. Wer ist noch drin, wer ist raus, pro richtigen Kandidat zum Zeitpunkt. Ein Punkt. Gute Challenge. Ja, die Zeit vergeht wie im Flug. Ich hätte gedacht, das ganze Projekt hier ist ein bisschen langatmiger, es zieht sich. Aber tatsächlich fühlt es sich für mich gerade an wie Tag 2, Tag 3. Es krass. Ist unglaublich. Das ist auch krass, meine das so zu hören. Meine Magenprobleme sind weg. Irgendwie habe ich keine Bauchschmerzen mehr. Meine Hände tun dafür umso mehr weh. Ich hatte gestern Nacht Handschuhe an zum Schlafen. Ja, fein. Und dadurch, dass sie da nicht richtig trocknen konnten, meine Hände, tun sie jetzt okay, ja, wirklich okay. Weh. Doch kein Fallfett. Aber so ist es. Für mich geht's weiter. Ja, den Strand absuchen. Vielleicht findest du ja deinen Feuerstall wieder, Joris, ne? Wer weiß. Alright. Das Strand absuchen habe ich mir jetzt ein bisschen spannender vorgestellt, aber okay. Nehmen wir doch mal die Tageschallenge. Ich bin gespannt. Was mit Feuer zu tun hat. Ich hoffe jedoch nicht. Da scheint aber irgendwas drin zu sein. Okay. Challenge. Was ist denn das? Ist das ist, wie schnell du laufen kannst? Oder was ist das? Das ist auf jeden Fall, um Schnelligkeit zu messen. Tag 6. Temperatur 6. Oh. Okay. Was? Meinte ich etwa. Warte ganz kurz. Temperatur. Das hat halt. Das kannst du keinem erzählen. Das hat halt, glaube ich, actually was mit Feuer zu tun dann, oder? 30 Grad und es wird noch heißer. Ach geil, schon wieder ein Ohrwurm. Tag 6. Temperatur. Holy shit, Junge. Es hat halt wirklich, wirklich etwas mit Feuer zu tun. Oh mein Gott, das ist ja der größte Prank des Lebens. Also wie gesagt, Joris hätte es selbst mit Feuerstahl wahrscheinlich nicht hinbekommen. Aber um die heißestmögliche Temperatur zu messen, ist natürlich Feuer smart, I guess. 36 Grad und es wird noch heißer. Miss eine möglichst niedrige und eine möglichst hohe Temperatur in Grad Celsius. Geil, geile Challenge. Nutze dafür die Thermogun. Super geile Challenge. Das gemessene Objekt darf nicht weiter als einen Meter von dir entfernt sein. Achtung, die Thermogun in den Himmel halten zählt nicht. Da werden immer Minustemperaturen angezeigt. Die gemessene Temperatur muss logisch und wiederholbar sein. Okay. Derjenige mit der größten Differenz. Das ist eine geile Challenge. Kältester und ich muss wirklich, ich muss sagen, die letzte Challenge fand ich im Endeffekt nicht mehr so geil. Die Axt-Challenge war im Gedanken cool, aber dann irgendwie war einfach zu hart. Der Holzklotz war jetzt nicht so die beste Challenge, aber die ist richtig geil. Die Wasser-Challenge war auch geil. Die Tierfotograf-Challenge war auch geil. Nice. Wärmster Temperatur. Geil. Erhält die vollen super geile Challenge. Punkte. Ehrlich. Gut, ich bin am Arsch. Ja, das ist halt echt für Joris jetzt. Ist halt die, wo man am meisten Punkte rausholen kann. Denn ein Feuer, ich weiß nicht, wie warm ein Feuer wird, aber es wird sehr warm. Ne? Ich bekomme kein Feuer hin, also kann ich den größten Teil der Temperaturdifferenz nicht mehr rausholen. 24,5 hatten wir gerade, 24,5. Boah. Wir sind hier halt im Tiefland, hier ist nichts wirklich kalt. Ich würde Erde aufgraben vielleicht. Das ist kalt, I guess. Wir müssen die Krabbe dort. 24,4. Unter 24,4 scheint es hier erstmal nicht möglich zu sein. Schade. Was soll ich jetzt machen? Ich pack die Thermogun jetzt erstmal wieder weg. Und hoffe, dass mir der Regen gerade zugute kommt. Zum einen, dass ich Regenwasser sammeln kann. Mit meinem Topf. Mir fällt gerade ein, da hinten liegt noch der Deckel rum. Höchste Temperatur kann er doch wahrscheinlich an seine Stirn halten. Körpertemperatur
Dann hat er ja so 37 Grad irgendwie in dem Dreh. Das müsste ja klappen, I guess. Lieber irgendwas abgeben als gar nichts. Ja, auch weggespült. Und zum anderen, dass die anderen kein Feuer anbekommen. Ja, ich denke, Fritz und Otto schaffen es trotzdem auch. Ja, stimmt, da wird's interessant. Oh, umso geilere Challenge bei Fritz und Otto, was die machen, weil die haben ja auch keinen Feuerstahl. Und bei Sascha, ob Sascha seinen Feuerstahl dafür holen wird, weil den hat er ja verbuddelt. Und Sabrina, die haben bestimmt eine halbe Villa da stehen, die sie komplett dachgeschützt hat, wahrscheinlich sogar zwei. Nee, Sabrinas Villa ist gerade eingestürzt. Ja, regengeschützt hat, sag ich mal. Tatsächlich. Ja, ich leg mich jetzt gleich wieder hin, weil es pisst echt arg. Betttag, wie Chris sagen würde, ne? Staffel 1. Heute ist ein Betttag. Dann wird es heute übrigens auch nichts mit Lichtfeuer, wenn es jetzt den ganzen Tag regnet. Machen wir Betttag, Joris. Beziehungsweise Licht, ihr wisst, was ich meine. Magnifying, Lupeneffekt, gebündeltes Licht. Mein Gehirn ist Matsche. Also wirklich, die Wortfindungsstörungen von Tag 2 und 3 werden einfach nur noch schlimmer. Komplett krank. Also mich zu artikulieren fällt echt schwer. Deswegen filme ich auch immer weniger, weil es einfach so anstrengend ist. Das glaube ich. Das glaubt man nicht, aber wirklich hier reinzusprechen. Safe. Das glaube ich, dass das anstrengend ist. Und die ganze Zeit die Kamera zu halten und so dieses Gesamtkonzept ist echt anstrengend. Das sieht so unangenehm aus, ne? So juckend. Besonders schön. Wenn ich jetzt hier gucke, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Diese ganzen kleinen schwarzen Punkte, das sind alles diese Dinger, die gerade jetzt in dem Moment zustechen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ich sehe aktuell jetzt hier 22 von diesen kleinen Viechern an meiner Hand dran, sich mit Blut vollsaugen. Oh, die sind aktuell noch da dran. Okay, das ist eklig, Digga. Oh, es ist... Ich muss Licht ausmachen. Unangenehm, Junge. Oh, es ist wirklich ein absoluter Krampf. Doch, dann juckt es mich direkt wieder überall. Boah. Das lässt einen halt nicht wirklich schlafen. Man ist schon... Ich hab schon... Nee, pass auf. Wisst ihr was? Ich pass auf, ja. Kennt ihr das, wenn ihr so Pferde auf der Koppel beobachtet? Nee. Und die sind die ganze Zeit mit ihrem... Bei Kühen kenne ich das, ja. Bei Kühen kenne ich das, ja, ja. Irgendwas anderem, generell bei Tieren sieht man das oft. Ja. So am Hin- und Herpeitschen, weil da irgendwelche Fliegen sind. Ja. Und genauso habe ich das mittlerweile im Halbschlaf, dass ich so liege und dann... Boah. Einfach reflexmäßig. Das geht im Sekundentakt. Einfach reflexmäßig. Oh, es juckt mich überall, wenn Fritz immer darüber erzählt. Ohr rein. In der Ohrmuschel sind die fressen sich hier durch mein Fleisch. Das ist wirklich hart nervig. Ja. Ich frage mich mittlerweile, wo die noch zubeißen und stechen wollen. Es ist ja gar nichts mehr da. Zack, und wieder eine. Boah, und ey. Wieder eine. Das, du kannst, ich weiß nicht warum, aber es juckt mich echt am ganzen Körper gerade jetzt. Da ist eine. Und da ist eine. Und da ist eine. Und da. Und da. Und wieder eine neue gelandet. Da. Und hier ist eine. Und hier. Und hier, ah, oh, da piekt schon wieder auf der anderen Hand. Hier, Stirn. Es ist. Sekundentakt reicht nicht mal. Oh. Es juckt und kreucht und fleucht und beißt und sticht und piekt. Ich sitze hier in Panama auf einer kleinen Insel. Ey, Fritz kommt einfach zurück und droppt erstmal ein fettes Album. Macht erstmal eine Ansage. Droppt erstmal ein Album. Seven vs. Wild. Das Album. Super. Alles klar. Der Wahnsinn setzt ein. Oha. Was war denn das? Oh, ich hoffe, ich hatte das gerade auf Kamera drauf. Was war denn das? War das ein Libelle? Ich war gerade einfach ein Kolibri. Oh, es war ein Kolibri. Ein Meter neben mir. Ein Kolibri. Und schwebte so in der Luft. Geil. Ich liebe Kolibris. Geil. Das war übergeil. Hat man gesehen. Ich hoffe, man sieht es auf der Cam. Hat man gesehen. Damit offiziell herzlich willkommen zu... Ich bin sehr gespannt auf die Challenge. Auf die Reaktion auf diese Challenge. Tag 6 und Challenge Nummer 6. Vorab, ich fühle mich immer noch ganz schön körperlich schwach von der Aktion, von der Magen-Darm-Aktion. Bisher kam das nichts weiter, aber ich merke, wie mein Nährstoffe Körper sind schon halt weg, wirklich ne? auf dem Zahnfleisch läuft. 100%, ja. So.
Was? Einfach eine Thermogun, ja? Eigentlich echt krass, ne? Was geht denn jetzt hier ab? Tschu, 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 tschu. Spielen wir jetzt noch eine Star Wars oder was? Oh, die geht sofort an. Ich schätze mal, es geht um irgendeine Temperaturmessung. Holy shit. Challenge Tag 6, Temperatur 36 Grad und es wird noch heißer. Ey, eine mega Aufgabe. Oder richtig geile Challenge. Da musst du mal drauf kommen. Ja. Finde ich auch mega geil. Also wirklich große. Ich würde sagen, sogar meine Lieblings-Challenge bis jetzt. Also die Naturfotograf-Challenge war auch ultra cool. Aber ich weiß nicht, irgendwie hier ist das Kreative noch ein bisschen mehr gefordert. Finde ich geil. An das Orga-Team und wer da alles im Hintergrund dran mitgearbeitet hat. Wir hatten ja auch auf dem Live-Kanal das Video, wo ihr Tipps einsenden konntet. Ich weiß nicht, wie viel davon übernommen worden ist oder nicht. Ich habe mit Absicht auch nicht in die Kommentare geguckt, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte. Das ist ja eine super geile Idee. Ja. Dann hoffen wir mal, dass die, das, ja, ey, saugeil. Kältester und nie wärmster. Gut. Nee, hab ich Bock drauf. Vor allem kostet das mich tatsächlich keine so große körperliche Energie. Ja, ich werde mir mal ein paar Gedanken machen, wo ich möglichst, na, boah, wisst ihr, wie mies das ist? Nein! Ich glaube, jetzt hat er gecheckt, dass er kein Feuer machen kann, so einfach gerade. Ich glaube, das war jetzt der Moment, wo Fritz gemerkt hat, Kacke, ich habe ja gar keinen Feuerstahl und kein trockenes Holz. Jetzt fällt's mir erst ein, die Leute, die einen Feuerstahl mit haben und ein Feuer entzünden können. Ja. Ja, die halten ja einfach ins Feuer. Hast ja 100 Grad oder sowas. Ja. Oder noch mehr. Ja. Fuck. Das ist das Ding. Das heißt, sollte ich kein Feuer ankriegen heute, habe ich bei der Challenge eigentlich verschissen. Ja. Scheiße. Wir haben aber aktuell, wenn man drüber nachdenkt, ne, wir haben aktuell Leute, die die Möglichkeit haben, ein Feuer zu entzünden. Da haben wir nur Knossi. Wir haben nur Knossi. Sabrina und Nova sind raus. Wir haben Knossi mit dem Feuerstahl. Joris hatte einen, hat ihn verloren. Sascha hat einen, hat ihn verbuddelt und mittlerweile wahrscheinlich auch verloren. Und Otto und Fritz hatten nie einen mit. Das heißt, wir haben faktisch gerade nur Knossi mit Möglichkeit auf Feuer in Sekundenschnelle. War geile Idee, ich freue mich drauf. Und wenn Knossi das holen würde, würde ich das mega freuen. Ich habe mal nachgelesen, das Ganze geht bis zum Sonnenuntergang. Das heißt, es wird tendenziell eher noch wärmer und ja nicht kälter. Also muss ich den kältesten Punkt eigentlich jetzt sofort messen. Smart. Fritz, ich fange jetzt smart. Einfach mal an, hier irgendwo irgendwas im Schatten zu messen und schon mal was zu safen. Hier auf dem Boden. Okay, das ist echt hoch, ne? 25,9. Ist jetzt bisher der höchste Tiefwert. Der tiefste Tiefwert, den wir hatten. So, was zum Beispiel hier im Schatten, wo es feucht ist. Ich weiß nicht, ob Feuchtigkeit wirklich eine Rolle spielt. Oh, mir ist echt ein bisschen schwindelig, ne? Ich würde vielleicht den Boden, ich würde echt ein bisschen buddeln. Weil my opinion ist so gebuddelte Erde, so ein kleines Loch buddeln. Was ja, ist, genau. Wenn man jetzt hier zu meinen... Fritz und ich sind connected heute irgendwie, habe ich das Gefühl. Beispiel gräbt. Hätte ich genauso gemacht, ja. Mal so ein bisschen. Und jetzt so ein bisschen freigelegt. Boah. 25,6. Ich hätte aber noch mehr gebuddelt. Noch ein bisschen mehr gebuddelt. Ich kann mir vorstellen, dass wir tiefer gar nicht groß kommen von der Temperatur her. Das Problem ist halt wirklich, wenn du ein Feuer anhast, bam, hast du eine Riesendifferenz. Ja. Sollte ich kein Feuer ankriegen. Die einzige Idee, die mir gerade noch kommt, ist, und zwar, ich habe hier die Glasflasche. Hä? Jetzt irgendwas. Ist irgendein Einsiedlerkrebs reingekrochen über Nacht? Okay. Toll. Wenn ich mit der Glasflasche mit Wasser so einen Lichtpunkt erzeuge. Das wäre Gänsehaut, wenn wir das sehen. Das wäre so geil. Dann habe ich da zumindest schon mal auch eine hohe Temperatur. Es wird wahrscheinlich okay. Nicht so heiß sein wie ein Feuer. Ah, okay. Aber smart. Guck mal, das ist eine kreative Challenge. Weil wenn ich ein Feuer anmache und dann reinpuste und in die Glut scanne, ey, da komme ich doch auf keine Ahnung wie viel Grad. Also bei der Challenge, alle Leute, die einen Feuerstahl bei haben. Also eine Person? Ja, OP. Ja. Definitiv. Beziehungsweise könntest du beim Feuerstahl vielleicht sogar die ganze Zeit Funken abschaben. Ich könnte mir vorstellen, actually, dass Sascha nur für diese Challenge versuchen wird, sein Zeug wiederzufinden und dass er dann checkt, okay, ist alles weggespült. Oder er findet es und benutzt nur für diese Challenge seinen Feuerstahl und legt es dann wieder weg. Das könnte ich mir vorstellen. Und actually. Dann noch messen. Ich weiß nicht, ob man das parallel hinkriegt. Wenn man es mit dem Fuß irgendwie machen würde und dann da rein messen. Dann kriegst du ja, keine Ahnung, so ein Feuerstahl macht, glaube ich, 2, 3, 4.000 Grad.
Also, lol. Ja, ich gebe mein Bestes, aber ohne Feuer, ohne Feuerstahl habe ich bei der Challenge eigentlich keine Chance. Das ist halt das Krasse, er weiß halt nicht, wie es bei den anderen aussieht. Körperlicher Verfall und Abbau brauche ich nicht unbedingt eine Waage. Die Hosen, denn, ne? Wenn ich die mir Hosen die Hose angucke, und Hemden und so, ja. Die ist ja ganz normal zugeklettet, wie sonst auch. Und hat man, das sieht man bei Knossi auch an, extrem. Was ich hier easy dazwischen kriege. Bei Knossi ist es ganz extrem. Diese, wie locker die sitzt. Die rutscht mir runter. Ja. Oh, die sieht schon nicht mehr gut aus. Die hat schon die besten Tage hinter sich. Sag ich. Aber die ist doch hier schon offen. Ja, doppelt verfault sogar, ja. Die ist schon offen. Hätte ich ausgucken sollen. Ich finde keine andere. Da drüben waren 5-6 Stück. Ich hätte mir den einen Tag sogar so viele zusammengesammelt, dass die für den Rest der Zeit gereicht hätten. Und dann war die Flut doch stärker und alle waren weg. Mhm. Oh, Musik. Also das mit dem Magen-Darm-Infekt. Ey, Fritz sieht auch gerade aus, als ob er an so einem mittelalterlichen Tropf hängt hier so, ne? In so einem mittelalterlichen Basecamp. Hier ist der Tropf mit Kabeln und so. Das sieht irgendwie echt so aus. So nenne ich es jetzt einfach mal. War auf jeden Fall nicht nur mal eine kurze Sache von einem Tag. Hm. Ich merke, wie mein Körper einfach jetzt komplett im Arsch ist. Mhm. Ich fühle mich so, als würde ich irgendwie auf so einen 3.000-4.000er Berg ohne Sauerstoff laufen. Oh shit, das hört sich gar nicht gut an. Der Körper wird nach minimaler Anstrengung, und das kann teilweise nur Reden sein, sofort heiß irgendwie, fast schon gefühlt fiebrig, noch nicht ganz, aber fast. Temperatur messen jetzt, schnell, Fritz, schnell. Atmung ist schwer. Kacke. Man kann jetzt aber, actually, man kann ja die Dings abusen und gucken, ob man Fieber hat. Einfach so, just for the interest. Kann man kurz checken, habe ich Fieber gerade? Wie sieht's aus? Okay, hm. Die Nacht war auch hart beschissen, da gab's keine Erholung. Also ich habe so das Gefühl, das wird jetzt bis zum Ende hier einfach nur noch ein Durchstehen. Abwarten und durchstehen. Ich versuche ein bisschen mehr zu trinken, weil das bleibt zumindest drin. Das wird dem Körper gut tun. Ja, weiß ich. Mittagsschlaf oder so. Ich mach mir echt ein bisschen Sorgen um Fritz, ne? Kacke, Mann. Ich hab ihn noch nie so gesehen. Boah, sieht nicht gut aus bei Fritz, bin ich ganz ehrlich, ne? Und jetzt haben wir diesen Mann. Im Vergleich, wir haben jetzt diesen Mann. Schaut ihn euch an. Sex im Paradies! Er geht wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes auf sein Zahnfleisch. Heute ist extrem kalt. Heute ist der Wind, zieht von unten hoch. Wir haben 5 Nächte gemacht. Wir haben 5 Nächte gemacht. 5 Nächte sind wir auf einer einsamen Insel. Noch 2. Und es ist wirklich erbarmungslos kalt. Vielleicht empfinde nur ich das heute Morgen so. Aber immer wenn der Wind zieht, in mein Gesicht, schwärzt die Backe. Boah, dermaßen arg. Oh, es tut mir so leid mit den Zahnschmerzen, ne? Zug ist nicht gut und deswegen bin ich den ganzen Morgen. Ich bin aber so gespannt, was Knossi sagt zu der Challenge. Er wird sich freuen. Ich glaube, er wird sich freuen. Nur so rumgelaufen. Ich sag euch auch, und ich will auch nicht den dicken Max markieren, deswegen sage ich euch das auch, egal welche Schritte ich jetzt an Tag 6 mache, ich kann keine 3-4 Minuten mich anstrengen. Ich muss mich danach sofort hinsetzen. Also das gleiche wie bei Fritz. Das gleiche wie bei Fritz. Das gleiche wie bei Fritz. Zum Beispiel. Ich war am Beach und hab Flaschen gesucht für Greenies Augen. Bis ich 2 gleiche hatte. Oh, krass. Das hat eine Ewigkeit gedauert, aber ich musste mich zwischendurch immer hinsetzen. Hm. Es ist anders. Aber ich übertünch den Schmerz. Das Schöne ist, bei dem Schmerz, bei den Zahnschmerzen, Nikotinschmacht ist komplett weg.
Aber ich rauche mir nachher eine. Gegen meinen Willen. Die halbe. Ach, weil ich mir gestern gesagt habe. Und weil ich noch eine habe, für heute Abend und für morgen eine halbe. So mache ich. Ja, Zehner jetzt, er wird ja die ganze wieder rauchen. Also das ist ja klar. Er wird ja wieder die ganze rauchen. Dann sind wir durch und ich find's geil. Und jetzt freue ich mich natürlich auf eins. Auf die Challenge. Boah, es ist heute echt windig. Ich habe auch gefroren. Auch im Dings. Krass, allen anderen ist echt einfach warm, ne? Ich vergesse Wörter einfach. Ich vergesse Wörter. Und wenn ich an gestern nachdenke, frage ich mich echt, wo sind diese Wildschweine gewesen? Das war auch krass. Aber die waren wahrscheinlich nicht hier bei mir. Die waren so eine Ecke weiter weg noch. Sondern irgendwo da drüben drinnen. Ja. Irgendwo aber krass. Da hinten drinnen, ja? Die waren ja echt einfach Wildschweine. Alter, man hat sie richtig gehört. Man hat die richtig gehört. Aber hier kann nichts durch. Es ist zu dicht. Man hat sie richtig gehört. Es ist kein Spaß, aber man wird wirklich langsam wahnsinnig. Aber irgendwie ist es auch ein geiles Gefühl. Irgendwie ist es geil. Spornt ihn auch an. Das kann ich euch sagen. Merkt man. Ey, ich gehe hier an meine kompletten Grenzen und ich feier's ab. Ich feier's ab. Im Leben, keiner von uns, sagt ehrlich, würde zu Hause mit solchen Zahnschmerzen über die ganze Ecke ziehen. Ich hätte da auch gedrückt, ich bin ehrlich mit euch, ne? Also ich hätte da gedrückt, glaube ich. Also das ist, man kann sich das logischerweise nicht vorstellen, aber ich habe da einfach den Respekt des Lebens vor Knossi. Irgendwo noch zwei Nächte schlafen, keiner. Und ich find's geil. Es muss so sein. Krass. Es musste so kommen. Ja. Es muss hart sein. Was ich auch hab, ganz neu, hatte ich auch noch nie im Leben. Seit heute hat sich bei mir ein neuer Atemrhythmus eingestellt. Kurzatmen. Man atmet nur noch kurz. Kurzatmigkeit, ja. Hat Fritz aber auch. Hatte Fritz auch. Herzschlagen im Kopf. Ich höre, oder kann auch sein, dass ich im Kopf den Schlag vorgebe. Das verstehe ich noch nicht genau. Aber ich habe, glaube ich, den Dschungel-Style angenommen. Ich finde es so interessant, wie Knossi das beschreibt. Finde ich cool, freut mich. Hört ihr dieses Flattern? Ich denke jedes Mal ein Helikopter, aber das macht mich schon seit Tagen wahnsinnig, aber es ist keiner. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, was es ist. Das Meeresrauschen ist einfach mittlerweile nur noch Müll. Jeden Tag ein anderes Wetter. Mhm. Diese Insel ist so gnadenlos. Ich bin ganz froh, dass es nur zieht und kalt ist. Vielleicht werde ich auch krank, ich weiß es nicht. Aber für mich können die Kleider nicht dick genug sein. Der Wind ist so belastend. Mein Knossi ist auch auf einer erhöhten Position jetzt, ne? Unterstützt einfach die Schmerzen so arg. Ne? Zug ist echt extrem. Das glaube ich ihm. Ich wollte jetzt eigentlich runtergehen, bevor ich so spät, glaube ich, war noch nie dran, aber ich sitze einfach nur hier auf der Palme. So manchmal. Ich liege einfach nur so da und versuche mich vom Wind zu verstecken. Das ist meine Evakuierung. Plan ist eigentlich, da die letzte Coconut runterzuholen. In der Hoffnung, dass sie noch gut schmeckt für Energie, für mich. Und dann die halbe Kippe zu rauchen. Aber ich komme kaum hoch. Ich komme einfach. Das glaube ich. Ich komme kaum hoch. Krass. Ich kenne mich so überhaupt nicht. Ich kenne mich so gar nicht, ja. Ihr wisst, was ich für ein Typ bin. Ich habe mich so noch nie erlebt. So kenne ich mich gar nicht. Ich finde, Knossi gibt so den besten Insight über seine Situation immer. Er beschreibt das immer sehr detailreich, was ich irgendwie richtig interessant finde. Er hat es geschafft, er hat es gemacht. Oh mein Gott, er hat es gemacht. Ich bin stolz. Die sieht richtig lecker aus. Die Kokosnuss sieht noch richtig lecker aus. Sag ich, wie es ist. Greeny, drück Daumen! Die Energie bei Knossi kommt einfach immer mal wieder, ne? Krass. Oh, ja, true. In solchen Momenten ist die Gefahr der Selbstverletzung besonders hoch. Abläufe werden zur Routine und man verliert den Blick für potenzielle Gefahren. Dem kann zum Beispiel durch das Einhalten fester Regeln bei bestimmten Tätigkeiten entgegengewirkt werden. True. Knossi ist relativ nah hier mit seiner Hand am Hacken.
gerade jetzt mit der Hand wird er, kommt er da nah ran, irgendwie guckt rüber beim Hacken zu seinem Ball irgendwie. Das merkt man schon, stimmt. Im Vergleich zum ersten Kokos und Öffnen von Knossi ist das hier echt nur wildes Raufgehauen, ne? Ja. Oh. Ich glaube, die ist lecker noch. Ich hoffe es. Ich glaube aber schon. Oh, sieht nicht gut aus. Er sieht nicht begeistert aus. Schmeckt nach gar nichts. Oh, okay. Kann ich mir dadurch den Magen verderben? Vielleicht also noch ein bisschen zu grün vielleicht, ne? Ich trinke das jetzt. Ja. Das schmeckt leicht zuckrig, also... Ja, doch, ey, lieber, ja, dann rein damit. Irgendwas muss drin sein, komm. Rein damit. Boah, der Coconut Shock war auch da, war da. Ist da. Da muss also Fruchtzucker drin sein. Bleib drinne. Bleib drinne. Hoffentlich einfach keine Gammlegende. Das eine Mal, das war echt. Ruhig. 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 Ich hoffe, das geht gut jetzt mit meinem Magen. Das war ein Liter. Da war echt so viel drin, ne? Man hat es gesehen, auf jeden Fall ein halber Liter. Minimum halber Liter war das. Halber Liter würde ich auch sagen. Bleib drin. Du bleibst drin. Jetzt der Kipp. Boah, ob das so smart ist, jetzt noch zu rauchen danach. Ich sag wie es ist, ihr müsst aber auch echt nicht jede Kippe mit dabei sein, ne? Ich habe jetzt eh Druck. Wenn jetzt was schief läuft, blamier ich mich. Ihr müsst ja nicht immer, ey, ich filme immer das Gleiche. Merkt ihr das nicht? Ist euch das nicht langweilig? Wir schalten jetzt mal rüber, während ich diese Kippe rauche, zu meinem Freund Sascha. Oh, ich find's richtig schön, dass sie diese Regieanweisungen quasi mitmachen. Und ich find's schön, dass Knossi davon ausgeht, dass Sascha noch drin ist und dass Sascha auch wirklich noch drin ist. Das sind diese kleinen Details in der Serie, die sie so gut machen, auch finde ich. Weiß nicht, war ein schöner Moment gerade. Oh, was macht der jetzt wieder für noch? Hat Knossi kurz Moderation übernommen bei Seven Wars Wild. Ja, bist du deppert. Also, bist du deppert. Ich habe in der Nacht wenig gepennt wieder, weil das Wasser extrem hoch war. Immer wieder das ganze Shelter komplett gewackelt. Also wirklich. Aber sein Shelter steht nicht zumindest so noch, ne? Muss man wir sagen. Wir ziehen durch, wir ziehen durch. Immerhin steht Shelter es noch. Wackelt, wir ziehen durch. Ey, bin ich ganz sauer. Naja, auf alle Fälle, als es dann vorbei war, als die 2-3 Stunden rum waren, ja, wo immer die Wellen so hoch sind, zweimal am Tag ist es ungefähr, habe ich gepennt. Und ich glaube, ich habe richtig lang gepennt. Geil. Weil die Sonne diesmal das ist gut. Nicht richtig aufgegangen ist, weil es da ja, so dunkle Wolken davor sind. Keine Ahnung, wie spät es ist, aber wenn ich es jetzt von dem Meereshöhe sagen würde, boah, kann ich überhaupt nicht sagen, aber ich glaube, ich habe länger gepennt als sonst. Das würde mich freuen, echt. Das wäre geil. Tag. Der Mann, ey. Sechs. Der Mann ist auch fertig, ne? Der sieht so fertig aus. Verständlicherweise. Boah. Glaubt krass. Mir auch keiner. Tag 6 mit einem Gegenstand. Hätte doch niemand sie geglaubt. Nee, hätte man auch Tag nicht. Tag 6, circa durch der Defi, jawohl. Mit einem Gegenstand. Bis zum Tag 6 mit einem Gegenstand. Ja, leck du mir am Arsch, jawohl. So da, schauen wir in die Challenge rein, oder? Scheiß drauf, jetzt ist doch eh schon alles egal. Digga, wirklich egal. Mental so stark, okay. Sascha. Beißt auch was so durch. Was ist da wieder drin? Der beißt auch so durch. Hä? Da bin ich jetzt gespannt. Und was ist drin? Ein Thermometer, so. Hey, nice. So, Challenge Tag 6, 36 Grad und es wird noch heißer. Temperatur. Echt schwierig, jetzt ist Temperatur.
Ich würde gerne Meeresboden nehmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir mit dem Teil unter Wasser dürfen. Oh, ich würde es nicht machen. Nicht dürfen. Ah, okay. Im Vorfeld wurde ausdrücklich gesagt, dass sämtliche elektronischen Geräte abseits der GoPros nicht wasserdicht sind. Aber ich blame ihn nicht, ich hätte die Information, die irgendwann in diesem 6-Stunden-Briefing gedroppt wurde, hätte ich auch vergessen. Ich hätte es aber einfach so nicht unter Wasser gehalten. Ah, coole Challenge. Echt coole Challenge. So, holt er seinen Feuerstahl raus oder nicht? Genau jetzt, wo ich aufgestanden bin, fängt es an zu regnen. So eine Scheiße. Für meinen Zunder. Muss ich noch den Zunder holen, dass der nicht nass wird. Ja, weil es wäre sonst unmöglich, ein Feuer zu machen. Hoffentlich ist er noch nicht nass. Und der einzige Zugang zu Palmen habe ich noch mal. Naja. Also Zunder holt er auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, ich habe so eine bis eineinhalb Stunden morgens zumindest länger gepennt als an anderen Tagen. Ich fühle halt in der Nacht weniger. So. Das wäre ein guter Zunder, sofern er trocken ist. Ich bin sehr gespannt auch, was Otto sagt zu der Challenge, weil für Otto ist immer noch ein bisschen Urlaub, habe ich das Gefühl, ob der aufwacht und sagt, ah, endlich mal eine Challenge, kein Feuer, mal sehen, was ich mache, oder ob er sagt, okay, Feuer, bam, 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 let's go. Da bin ich sehr gespannt. So, und dann direkt am Mann lagern, in der Regenjacke, und die verstaue ich dann irgendwo oder so, beziehungsweise sonst beim Shelter, wo so gut es geht, halt verstecken. Ich werde jetzt ins Meer gehen, weil jetzt kann ich noch so tief wie möglich da... Oh nein, er geht mit der... Oh nein, okay. Er geht mit der Gun ins Meer, mit dem Thermometer. Und das wird dann eventuell kaputt gehen. Untertauchen, jetzt ist Ebbe. Und ja, vielleicht bringt's was. Das will ich auf alle Fälle gemacht haben. Und man hört schon Donner, aber ich glaube, es ist noch nicht gefährlich, jetzt ins Wasser zu gehen. Weil wenn es dann den ganzen Tag blitzt... kann ich nie runtertauchen, deswegen muss ich jetzt die Chance nutzen und direkt jetzt tauchen, untertauchen und mal scannen. Och Mann, ach Sascha, oh nein, ich hoffe, dass die Gun einfach nicht kaputt geht, beziehungsweise ob die Messergebnisse dann noch anerkannt werden, weil sie fehlerhaft sein könnten. Kalt da ist, auf geht's. Oh shit. Okay, also jetzt zieht ein Gewitter auf, das heißt, jetzt muss es schnell gehen. Oh nein, er geht echt ins Wasser noch jetzt mit der Gun. Jetzt mal da schnell drunter tauchen. In der Hoffnung, oder wo hat er sie denn? Dass es da kühl ist oder kälter ist das Wasser. Schau mal. Oh, okay, das werden wir noch sehen. Wir gehen erstmal zu Otto. Die Frage ist, er hatte das gerade nicht in der Hand. Vielleicht hat er das in der Hand mit der Kamera zusammen. Oh, ich hoffe einfach, dass die nicht kaputt geht, ne? Ach Mann. Was eine Nacht. Heute Nacht war das Meer, so habe ich noch nie erlebt. Und jetzt schaut euch das Aber mal. To be honest, ich muss sagen, ich hätte auch noch mal vielleicht zur Challenge geschrieben, bitte nicht unter Wasser halten. Weiß ich nicht. Trotzdem, ich will das Orga-Team nicht blamen. Mann, da, das ist das Seil und das ist echt jetzt nicht so ein dünnes Seil. Gut, jetzt hängt der Rest noch da am Baum. Was ich da an die ganzen Bambus festgemacht hatte, ihr kennt mein Bett von den letzten Tagen. Hier hatte ich so einen ganzen Wall, der komplett gerade hochgebaut war, ganz ordentlich. Die Steine hat es einfach umgehauen und das sind jetzt mal keine kleinen Steine. Also ich meine... Das ist so krass, diese Wassermassen, ne? Diese Kraft dahinter. Und es ist einfach alles weg. Crazy. Die Natur hat sich einfach alles weggesnackt, würde Robert sagen. Irre. So, ich werde trotzdem versuchen, ob ich meine Bambunen. Mein Bambus... keine Ahnung. Stämme wiederbekomme, weil die super zum Bauen sind. Dann heißt es heute wohl... zu sagen, gut, dieser Platz ist nur etwas für tagsüber oder dann, wenn keine Flut ist. Oder ja, auf transportabel, jeden Fall. Dass man das ganze Ding einpacken kann und damit in den Wald. Ab in den Rucksack und weg damit. Oder noch eine andere Idee. Ich lasse noch ein bisschen sacken, das Ganze. Erstmal Challenge aufmachen, Otto. Ansonsten ist heute ein herrlich diesiger Tag, in dem man keinen Sonnenbrand bekommen hat. Genau mein Wetter.
Es ist so krass. Das ganze Ufer sieht völlig anders aus. Mhm. Der Baum lag noch nirgendwo da. Noch nie gesehen, das erste Mal. Genau wie der Baum. Die ganzen Dinger sind einfach hier so schön, als hätte die einer dahin sortiert. Krass. Und das sind jetzt mal wirklich fette Baumstämme. Ja, die sind echt heftig fett. Schön zusammengerückt. Ja, guck mal, das mal an. Einfach ein Haufen, einer meiner Baum. Ah, da sind sie. Ah, die Bambusse. Krass. 1, 2, 3, 4. Die sind alle da gelandet einfach. Ja, aber yo. Bäm, liegt das alles da. Der hier lag irgendwo da hinten. Das kann man sich kaum vorstellen. Das kann man sich wirklich kaum das vorstellen, finde ich. Das kommt mit einer Gewalt hier rein, dieses Wasser. Das kann man sich kaum vorstellen, sage ich. Das ist krass. Das ist einfach irre. Und wisst ihr, was mich wundert? Noch was. Das hier ist ja mein Süßwasserkanal, ne? Hier sind überall kleine Fische, könnt ihr wahrscheinlich jetzt nicht sehen. Da sind kleine Fische drin einfach, ja. Wenn Hochwasser ist, ist hier alles voll Salzwasser. Das sind also entweder Brackwasserfische oder Süßwasserfische, die sich dann, wenn Flut kommt, rein in die Mangroven verziehen. Geil. Also ich finde die Natur ja schon mal irre beeindruckend. So, bis morgen Toilette und dann Aufgabe Nummer 6. So, boah, ich bin auf die Reaktion gespannt. Nummer 6. Sehr gespannt auf Ottos Reaktion. Krokodilgegend. Liebe Otto, dies ist eine persönliche Challenge. Da du in der Nähe der Mangrove... What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Was passiert hier? Was passiert hier? ...oben ausgesetzt wurdest und dort mehr als 2 Krokodile in den letzten 2 Wochen gesichtet worden sind, beträgt... Mhm. ...ist deine Challenge wie folgt. Geh in die Mangroven und fotografiere eines der mindestens 2 dort gesichteten Krokodile. Nein, Scherz beiseite. Hä? Junge, ich sag's wie es ist. Das kann nicht sein. Dieser Mann hat das so gut vorgelesen. Ich hab diese Gun da schon gesehen. Aber ich dachte, zusätzlich kannst du auch stattdessen sonst, wenn du das nicht machen willst, kannst du stattdessen diese normale Challenge machen, die jeder machen soll. Das wäre krass gewesen. Ich hätte's cool gefunden. Wäre natürlich auch gefährlich gewesen. Ich sag's wie es ist, ja. Ich hab dem Mann das so abgekauft. Ich hab das so abgekauft einfach, ne? Ich hab ihm das einfach abgekauft. Einfach gekauft. So. So ein kleiner Prankster. Temperatur einfach. 36. Ich glaub, wir haben den dritten Prank-Bro gerade gefunden hier. Grad und es wird noch heißer. Otto ist wirklich einfach. Ich weiß es nicht. Der Mann macht Urlaub und chillt da einfach. Und macht ein bisschen Spaß. Oh ja. Schaut ihn euch an. Okay. Und jetzt vergleich das mal mit Fritz und du Knossi. Otto, it's a different breed, man. Dann legen wir mal los. Krass. Das ist doch mal eine lustige Challenge. Niedrige und höchste. Kalt kann ich mal probieren. Und zwar der Fluss hier, der ist eigentlich mal recht. 300 Meter. 24,7. Wir könnten natürlich auch einen kleinen Naturkühlschrank bauen. Also brauchen wir auch Sonne, da brauche ich... Oh ja, das könnte ich machen. Wie macht man sowas denn? Wir brauchen Sonne. Mit Sonne sieht die Geschichte ganz, ganz anders aus, weil so sind die Unterschiede gar nicht... Krass, das Wasser hat 24 Grad. Ich dachte, das wäre irgendwie viel, viel kälter hier, was hier rauskommt. Okay, ich schreibe die Sachen mal auf. Also 24, 5, 24, 4, da das Wasser. Gesehen? Sieht man das Display? Ja. Okay. Zu Wärmeres fallen mir noch ein paar Sachen ein. Ich glaube, das ist das Hauptding. Kalt ist das, ist schön, 2-3 Grad Unterschied, aber hast du Feuer, hast du einfach mal hunderte Grad, bist du weit vorne, dann scheiß aber, ob das Wasser 24 oder 14 Grad hat. Da hast du recht, ja. Okay, ich bin sehr gespannt auf Ottos Take. Eine andere Sache, die Sandmücken erwähne ich ja irgendwie nie, ne? Weil die sind überall Sandmücken, die entstechen. Mhm. Guck mal hier, so sieht der Unterarm aus. Das ist echt krass, wenn ja. Wenn er von meinen Handschuhen ganz normal so sehen alle aus, ne? Also sieht man eigentlich nichts, weil ich die halt einfach so lange runter machen kann. Und hier ist er anscheinend auf der anderen Seite gestern Nacht hochgerutscht. Ja, da sieht man das. Und schon sieht das Ganze völlig anders aus. Krass. Die Sandmücken sind überall, die sind so klein, ich weiß gar nicht, wo die ihr Beißwerkzeug haben, ehrlich gesagt. Einfach irre. Immer pick, 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 pixeln ein. Die sind wirklich so klein, also ein Bruchteil von einer Fliege, Mücke. Aber haben anscheinend bestehen nur aus Zähnen. Scheinbar, ja. Und nerven ein bisschen.
Aber sonst alles gut. Aber Otto immer noch topfit, gut gelaunt. Neben der Tageschallenge Nummer 6 habe ich heute die Challenge. Und zwar möchte ich unbedingt diesen Berg da oben drauf. Von oben habe ich irgendwo gesehen, das ist ein richtig, richtig schöner Baum. Aber das ist wirklich ordentlich steil. Und Digga, Otto macht noch nebenbei ein paar Challenges, Digga. Mal schauen. Denn mein Traum ist, vielleicht finde ich da oben so einen richtig schönen Platz, wo ich über die ganze Bucht schauen kann. Als Shelter. Der Mann macht weiterhin seinen Urlaub. Das wäre klasse. Das wäre klasse, ne? Urlaub, das wäre klasse. Ein bisschen Urlaub, das wäre klasse. So, Joris. Guck mal, das ist doch schon mal smart. Wasser sammeln. Smart. So, der kalte Regen kommt ja von oben. Das heißt, ich messe nochmal die Steine. Okay, ja. 20,4. Aber wie gesagt, wie Otto schon meinte, das macht den Braten jetzt nicht fett. Feuer ist halt dann der krasseste Gamechanger. 22,3. Ich muss näher dran machen. 22,1. Perfekt. Dann messen wir mal hier. Ja. Und der 22 wird es vielleicht nichts. Ja, gut, ne? Dann nehmen wir die 22. Eins, wo es vorhin war. Ich habe es geschafft, eine ziemlich tiefe. Er hat eine 3 gefunden einfach. Hä? Wo kommt die 3 denn her, Junge? Für Temperatur zu messen, 22 Grad ist nicht gut. Ich hätte gerne 19 Grad oder weniger gemessen, aber ich schaff's irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Das heißt, ich muss jetzt eine möglichst hohe Temperatur messen. Dazu habe ich 2 Optionen. Mit einer Lupe, beziehungsweise mit dem Lupeneffekt einer Flasche zu arbeiten. Dafür da bin ich sehr gespannt. Man sieht es hier. Die Sonne nicht vorhanden. Die Sonne heute einfach viel zu schwach. Die einzige Alternative ist jetzt also Reibung. Reibungswärmen. Zumindest ist die einzige Alternative ohne Feuer. Und ohne Feuerstahl, ne? Ja. Und ohne Feuer. Weil selbst mit einem Bowdrill oder wie die heißen, kannst du ja theoretisch ein Feuer anmachen, aber ich nicht. Ich bin dafür zu schlecht. Ist alles auch viel zu nass dafür. Viel zu nass. Das heißt, ich muss mir jetzt entweder 2 Hölzer suchen oder einfach Bambus. Ich denke, ich gehe für Bambus, muss mir den möglichst trockenen suchen und mal schauen, ob ich da einen finde. Dann mache ich so eine Art Bambusbohrer bzw. Bambusreibe. An den Reibeflächen dürfte die Temperatur dann relativ hoch werden und so habe ich eine Temperaturdifferenz von hoffentlich über 50 Grad. Ob es klappt, mal schauen. Alright, ich habe mir dieses Bambusstück gespalten und tatsächlich auch schon ein bisschen geprobt, es scheint zu funktionieren. Also ich stelle meinen Fuß hier drauf und dann kann ich das Holz hier so drüber reiben und durch diese Reibung entsteht Wärme. Ich bin sehr gespannt, wie viel das dann wird. Trocken. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viel Grad dabei rumkommt. Beziehungsweise der Bambus. Also wirklich null, kann ich mir null vorstellen. Wärme größer wird, die Reibung größer wird, genau. Und das werde ich dann messen. Wie genau ich das jetzt messe und gleichzeitig filme, weiß ich noch nicht, denn ich brauche beide Hände dazu. Und die Head-Kamera, die hat vorhin nicht so super funktioniert, zumal ich da sehr stark unter meinem Körper arbeite. Ich versuche es gleich einfach mal. Mir wird schon was einfallen. Okay, let's go. Einmal Augen schließen und nur zuhören. Schade. Oh, ey, 29 Grad. Okay, krass. Crazy. Also natürlich, wenn jemand Feuer hat, ganz andere Sachen, über die wir hier reden. Aber ich dachte, das wird so ein ganz marginaler Unterschied sein. Krass, wie... Oh. 44 Grad. 47,1, muss weitermachen. Ist so krass. Ich hätte echt mit... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, womit ich gerechnet hätte. Ich hätte mit 2 Grad Unterschied gerechnet oder so. Das überrascht mich gerade, echt. Krass. Fuck you, nix 30 Grad. Ich verbrenn mich hier dran. Komm schon, bitte.
Da hätte man kurz die Augen zumachen können und genießen können einfach. Ich kann nicht mehr. Da, ja, okay, ja. Jetzt schnell, 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 schnell. 43, 55, 60. 60. Boah, das ist ein richtig stabiler Wert, Junge. Das ist ein richtig stabiler Wert. Besser wird's nicht. Holy shit. Ich hör auf, ich verbrenne zu viel Kalorien. Richtig stabiler Wert. Geil. Coole Idee, stabiler Wert, gut. Ehrlich. Ich habe mich hier komplett aufgescheuert. Da. Boah, richtig stabiler Wert. Ich sag's, wie es ist. Und bevor jetzt irgendjemand kommt und sagt, ich hätte nicht alles gegeben, ich kann einfach nicht mehr. Ja, das glaube ich ihm. Aber der hat ein richtig guter Wert. 6 Tage nichts gegessen. Ja. Ihr könnt jetzt von mir nicht erwarten, dass ich Marathon laufe. Richtig stabiler Wert. Ich habe noch genügend Energie, das hinzubekommen. Aber für mehr reicht's nicht. Mir fällt auch nichts mehr ein. Ich hätte gerne mit der Sonnenenergie gearbeitet, schön kraftsparend. Aber das wird halt heute einfach nichts. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es heute Abend wieder regnet. Was für mich okay ist. Aber bitte nicht die krasseste Flut der Welt. Plus Regen. Das halte ich heute nicht aus. Das hat jetzt wirklich die letzte Kraft geraubt. Mit 60,1 Grad oder was es gerade war. Richtig gut, ja. Vielleicht findet ihr noch was. Bin ich halbwegs. Was Kälteres irgendwo durch Zufall. I don't know. Zufrieden. Ich habe alles gegeben. Ich hoffe, das reicht. Aber mir ist es wichtiger, die 7 Tage zu überstehen. Ich gebe alles, was ich kann. Aber ich akzeptiere, wenn ich nicht der Beste bin. Aber war super stabil. Cooler Take auf jeden Fall. Und dass man mit Reibung so hoch kommt in der Temperatur, hätte ich nicht gedacht. Ich lasse euch wenigstens ein bisschen... Ey, der Mann sieht echt aus wie ein Patient, keine Ahnung, mit, ey, wo es nicht, ey, weiß nicht, sieht auf jeden Fall nicht gut aus. An meinen Gedanken teilhaben, wenn ich sonst schon nichts leisten kann. Okay. Was mir auffällt in der Situation gerade ist, dass es nichts gibt, auf das ich mich freue, außer die Abholung. Mhm. Ja, safe. Und bei vielen anderen Sachen, die irgendwie zäh, beschwerlich, hart, anstrengend, wie auch immer sind, gibt es aber immer wieder Zwischenziele, die einem irgendwie, die einen freuen. Die motivieren. Das kann sowas sein, dass man einfach sich darauf freut, den Riegel aus dem Rucksack gleich in einer halben Stunde zu essen. Mhm. Oder dass man bei einer Bergwanderung auf einer geilen Hütte übernachtet. Oder dass man irgendwo einen Gipfel besteigt. So ein erreichbares und dann Ziel. Den Gipfel erklommen hat, eine coole Aussicht hat. Wisst ihr, was ich meine? Auch bei der Fahrradtour, wo wir 23... Nee, wie lange sind wir gefahren? Scheiße. 20 Tage. 20 Tage, 2400 Kilometer von Berlin bis nach Istanbul mit dem Fahrrad. War auch super anstrengend, immer wieder zäh und so weiter. Ist normal. Aber der Supermarkt war halt immer wieder geil. Irgendwas Leckeres zu essen, hatte ich immer wieder gepusht, immer wieder motiviert. Wir haben uns reingehauen, was wir wollten. Und das halt irgendwie das so dreimal am Tag. Morgens, mittags, abends. Manchmal sogar noch ein viertes Mal. Und das ist... Du hast halt hier kein absehbares Ziel. Es ist, also es ist absehbar, aber nicht. Es ist immer noch so weit weg einfach, ne? Belastung halt immer noch so ein Motivationsding gewesen, ne? Oder selbst bei so einem 100-Kilometer-Marsch hast du halt dann so diese Zwischensteps, wo du sagst, oh, hier kann ich noch was Geiles essen, hier kann ich noch mal das machen. Oh, ab da gönne ich mir ein bisschen Musik. Ja, ich glaube, ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Safe. Aber hier gibt es gerade nichts, worauf ich mich freue. Nee, hier ist nur... Gar nichts. Das Ziel ist das Ziel einfach. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, wenn die Sonne rauskommen sollte, damit ich da was probieren kann, um irgendwie die Challenge besser zu bestreiten. Aber ansonsten... tote Hose. Sehe ich gerade nichts, auf das ich mich freuen kann. Weil ich ja die Situation kenne. Weil ich das Umfeld kenne, weil ich die Gegebenheiten mittlerweile kenne, wo ich mich befinde, was ich hier für Ressourcen habe und ja... Das ist es. Es ist nicht zu erwarten, dass sich hier an der Situation noch groß was ändert. Es könnte allerdings noch Ey Fritz, wirklich, der Verstand. Ich glaube, ab Folge 5, der Verstand von Fritz bergab gegangen ein bisschen. Aber ich bin hier for it, Alter. Schlimmer werden. Digga, er hat wieder das Guckloch. Das Pusteloch, das Atemloch hat er wieder rausgeholt hier. Boah, krass. Oh Mann, ey. Jetzt gibt's nochmal einen kleinen tropischen Regen.
Dach ist jetzt so zu 90% dicht, sag ich mal. Hat die eine oder andere Stelle, wo es durchlenkt. Oh ja, hier sieht man es, ne? Da tropft es halt noch, ne? Wie hoch schätzt du meine Chancen ein beim Thema Feuer machen heute? Ich würde sagen, das sind stabile 85%, dass es auf jeden Fall was wird. Vielleicht sogar 87%. Ich sag's, wie es ist. Sehr realistisch. 50-50, oder? Nee, schon. So ein 50-50-Ding mit dem Feuer heute. Ja. Zumindest hat er seinen Humor nicht verloren. Das Ding war sehr nah. Hi, Witzka. Was ist los? Oh, aber irgendwie sieht auch ein bisschen gemütlich aus, ne? Wie er da liegt. Es sieht auch irgendwie ein bisschen gemütlich aus, muss ich sagen. Ganz ehrlich. Oh, nee, jetzt läuft bei der Regenjacke durch den Reißverschluss in den Bauch rein. Oh, nee. Also ich sag mal so, bisher ist noch nicht alles komplett durch. Immerhin. Aber in so 10 Minuten schätze ich. Hm. In 10 Minuten sollte der Punkt erreicht sein, wo wirklich alles wieder so nass ist, als wäre ich baden. Und dann hat das Dach im Endeffekt nichts gebracht. Aber hey, 24 Stunden ohne Durchfall. Ey, kann nicht jeder Teilnehmer von sich behaupten, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, Fritz wird echt verrückt, glaube ich. Ich glaube, der Mann wird echt ein bisschen verrückt. Ich kann es ihm nicht verübeln. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Hm. Es ist nass, kalt und schwül. Ich hatte noch nie so Schwierigkeiten. Kalt, Bock, angegriffen. Absolute Lautstärke. Absolut krass. Er hat gerade das Intro aus der ersten Staffel zitiert. Diese einzelnen Clips, wisst ihr? Absolute Lautstärke, absolut krass. Das war aus der ersten Staffel, auch dieses Hypeborg-Angriff halt, ne? Mehr kriege ich nicht mehr zusammen. Das war aus der ersten Staffel, der Vorspann. Digga. Das ist der Blick. Das war gar nicht schlecht, oder? Wunderbar, sage ich da. Kann man doch mit arbeiten. Wunderbar. Also die Regenfälle sind auf jeden Fall nochmal um ein viel, vielfaches stärker als gestern bzw. die Tage davor. Das ist brutal. Da kann ich nur hoffen, dass irgendwann später vielleicht doch nochmal die Sonne rauskommt. Aber ich sag mal so, wenn die Sonne nachher so wie gestern eine Stunde brutzelt, dann ist auch alles wieder trocken. Wenn nicht, eher schwierig. Weil mit komplett klitschnassen Klamotten die Nacht schlafen zu gehen, das ist keine gute Idee. Das ist gar keine gute Idee. Aber wenn nicht, machen wir die Nacht durch und singen Bums Falle Ra. Der Mann wirklich, der Mann. Eben noch fast kollabiert und jetzt kommt sowas. Ich habe eine Wildtierspur entdeckt. Guck mal hier. Oh ja, actually. Und hier drüben ist der nächste. Hier sieht man ganz klar, nehmen wir das Blatt raus. Zwei Dinger. Seht ihr das? Mhm. Zwei so eine Höcker.
Hier geht's nämlich weiter. Hier ist wieder einer. Hier sieht man den da auch ganz sehr gut. Sehr deutlich, ja, da sieht man den sehr gut. Zwei Höckern. Hier, hier. Hier ist sogar wahrscheinlich der Hinterlauf auch wieder rein. Hier kommen jetzt Steine, hier sieht man es nicht mehr. Das wäre so lustig, hätte er die Kamera jetzt hochgemacht und da sitzt einfach ein Wildschwein. Also er hätte die Spur gar nicht verfolgen müssen, aber das wäre richtig lustig, wenn einfach so und dann sitzt da so ein Wildschwein und guckt ihn an, das wäre lustig gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob das in Richtung Hirsch oder sowas gehen soll. Ja, es soll ja angeblich Hirsche geben. Keine Ahnung, habe ich auch noch nie von gehört. Oder Wildschwein, Doppelding, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ganz klarer zu erkennender Abdruck. Vielleicht ist aber auch ein T-Rex. Möglich ist alles. Möglich ist alles, auf dieser Insel wurden Bombentests durchgeführt. Ich würde nichts ausschließen. Knossi ist echt nur am Durchhalten, ne? Der steht da und er sitzt es nicht aus, er steht es aus, ne? Das ist leider echt so. Komm, scheiß drauf. Hoffnung und Willenskraft. Kein Problem. Aber beiß dich durch. Wenn es jetzt nicht aufhört, dann hört es später auf. Und wenn es später nicht aufhört, das wäre schlimm, dann hört es morgen auf. Oh, ich bin schon so viel ich habe heute schon so wenig geschlafen, die Tage. Dann ist es so. Nur dann ist das. Ist das so? Ich komme jetzt wirklich zu dem einzig wahren. Das ist wirklich, dass dieser Thron da ist. Des Königs. Das ist kein Zufall. Des Dschungels. Hier sitzt er. King of the Jungle. Dein Thron. Das Ding ist unfassbar. Das könnte wie wirklich aus einer Serie sein. Das ist unfassbar. Wie in den Stein gemeißelt. Keine Ahnung wieso, aber anscheinend soll ich mich jetzt da drauf setzen. Ja? Das ist wie der eine. Ach, klasse, Mann. Der das Schwert von, wie heißt der? Prinz Markus. Ja, genau. Aus dem Stein zieht. Prinz Markus war's. Bam. Ach, Knossi, Mann. Wirklich echt. So, er geht auf seinem Zahnfleisch und ist immer noch so unterhaltsam einfach. Das ist der neue König. Es ist krass. So sitzt der neue King of the Jungle! Ich glaube, Knossi denkt echt über sehr viel nach. Zwickt's mich. Ich glaub, ich traf. Das darf nicht okay. Wahr sein, wo sind wir da? Vielleicht auch nicht. Ich wollte gerade so sagen. Ich glaube, er denkt gerade echt über viel so wichtige Sachen nach, die einen beschäftigen, über so wirklich elementare Lebenssachen, die er so jetzt endlich mal Zeit hat zu überdenken. Vielleicht auch nicht, sorry. Vielleicht. Sorry. Fix me. Vielleicht auch nicht. Ich glaube, ich bin. Vielleicht auch einfach nicht. Hätte mir nicht vielleicht irgendwer eine Beacon. Danke. Jetzt ist mir klar. Es ist wahr. Es ist wahr. Was ist hier los? Ach man. Ich bin schon wirklich geistig verwirrt langsam. Nee, merkt man gar nicht. Zwei Tage, zwei Nächte. Zwei Nächte noch. Zwei Nächte. Der Mann, ich würde wirklich jetzt mein ganzes Hab und Gut darauf wetten, dass dieser Mann erst am Ende abgeholt. Am Ende abgeholt wird. Der zieht durch. Der macht das. Bitte macht der Himmel auf. Alles nass. Weil ihr wisst, zwei Nächte. Ich sehe mich schon, wie ich gar nicht mehr schlafen kann. Hier, wie ich nur noch im Regen sitze. Wäre schlimm. Challenge so, Nummer. Jetzt bin ich sehr gespannt, was Knossi macht und sagt. Sechs im Paradies. Und ich bin gespannt. Es ist was Dickes drin. That's what she said. Challenge Tag 6. Temperatur 36 Grad und es wird noch heißer. Direkt Ohrwurm. Das erste Nette. Jeder was direkt ich mal Ohrwurm. Schreiben von euch sehen. Ohrwurm. Ehrlich. Oh shit. Stein ist wahrscheinlich kalt. Also was mir als Stimmt. erstes einfällt. Stein ist, kalt, ja. Was Metallisches in die Sonne legt. Krass. Er denkt nicht an Feuer. Der Einzige, der jeden Tag ein Feuer angemacht hat, denkt nicht an Feuer. Wir haben keine Sonne heute. Er denkt nicht an Feuer, ne? Hey, ich bin gerade hier so das kannst du keinem erzählen. Rumgelaufen, um Sachen zu testen, wie viel Temperatur die haben. Und dann bin ich eingebrochen. Scheiße. In dieses Loch. Hallo Krabby.
einfach eingebrochen. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Das kann halt auch so gefährlich sein, ne? Stellt euch vor, er läuft mit seinem Messer in der Hand rum und bricht er da einfach ein. Das kann echt gefährlich werden. Das Wasser sich unterirdisch auch. Ey, wenn die Sonne nicht kommt, ich habe jetzt ein paar Ideen. Lasst uns mal testen. Ihr wollt ja sicher auch dabei sein. Er denkt echt nicht an Feuer, ne? Krass. Ich dachte halt, das Regenwasser könnte, was hier runterläuft, ganz, könnte schön kühl sein. Aber Alter, ich traue mich hier gar nicht zu laufen. Nee, ich würde so aufpassen. Ich würde so aufpassen. Ich weiß nicht, was kalt ist. Okay, er sucht erstmal nach kalten Sachen. Es steht nichts drin in dem Brief, dass man kein Feuer machen kann. Ich werde einfach einen Zunder machen. Ja, okay, gut, gut. Ja, safe. Mit schönen, dicken Zunder. Wenn ich trockenes Material finde, einen Meter von mir entzünden, Diet, auf der anderen Seite die kalte und dann ist es fast egal, was für eine kalte. Weiß nicht, wie Zunder. Wenn das eine kurze rote Flamme hat, reicht mir das. Ja, safe. Entzünde ich das. Safe. Okay. Da bin ich gespannt. Ja, safe. Ich bin sehr gespannt. Steht nichts drin. Wie? Steht nichts drin. Wie heiß das sein wird. Ich glaube, ich habe damit die besten Chancen, weil einige der anderen Kandidaten haben kein Feuer dabei. So, lass mal hier testen. Coconut. Wird alles ähnlich sein. Ja, ja. Coconut bisher wenig. Plastik. Alles gleich. Komm, Junge. Sein Sohn. Sein Inselsohn. Down Record. Wo bis jetzt am besten. Ja, ja. War zu warm. Ich brauche Zunder. Das ist meine Idee. Und dann ist eigentlich völlig egal. Dann nehme ich die Puppe oder irgendwas. Oder Wasser. Einfach ein bisschen Wasser. Frisches Bergwasser. Was Kälteres fällt mir hier in den Tropen nicht ein. So, wir haben natürlich das Problem durch den Regen. Alles ich bin aber auch nass. Dumm. Hätte ich einfach mal die letzten Tage dieses Palmenzunder in den Sack getan. Das darf das er ja aber nicht. Aber in den Sack tun darf man ja nicht, soweit ich weiß. Darf er dieses Ding nicht in seinen Sack reinpacken, soweit ich weiß. Wenn man eine Hosentasche hat, ist auch nass. Aber wer rechnet denn mit so einer Aufgabe? Und ja, für Kippen hätte ich es auch mal wegpacken können. Ich habe in Saschas Video gesehen zur Vorbereitung. Den Bambus raspeln. Das mache ich jetzt. Das scheint wirklich gutes, trockenes Zeug zu sein. Da bin ich gespannt, ob das klappt und wie viel Temperaturknosse ihr denn hinbekommt, wenn er ein Feuer anbekommt. Ja, aber ich muss es auch irgendwo hinraspeln, ne? Oh, das sieht schon wieder so gefährlich aus. Okay. Das ist auch wieder die pure Dummheit. Ja, ja, aber das scheint zu gehen. Das könnte mein neuer Zunder sein. Bambusraspel. Das ist ja intelligent. Sieht sehr gut aus. Oh, okay, sieht echt gut aus, okay. Ich sag euch was. Ich werde mir für die Challenge jetzt richtig einen abschmirgeln. Ey, würde ich mir nicht verzeihen, wenn ich es nicht schaffe, ehrlich. Er geht echt all in, ne? Mit seiner letzten Energie quasi will er das bestmögliche Ergebnis noch rausholen da. Ich würde mir nicht verzeihen. Wirklich, boah. Er geht echt richtig rein. Finde ich aber gut. Respekt. Joris hat ja auch richtig Gas gegeben. Ich muss natürlich auch mal probieren. Einfach einmal zünseln. Oh, doch aber nicht auf dem Plastik hier von der Challenge. Oh. Ja, war kurz an. Ja. Okay, ich glaube, er wollte nur testen, ob es angeht geht. Überhaupt. Okay, okay, okay. Mehr raspeln. Okay. War ganz kurz an. Mehr raspeln. Okay. Challenge, Tag 6. Größte Differenz der Temperatur. Ich bin ready. Hab mir einen Wolf abgebambut. Und beide Gegenstände direkt bei mir, unmittelbar. Ich hoffe, ich kann jetzt mal überzeugen. Werden wir sehen.
Ich hoffe, das Gerät versagt nicht. Ich werde sofort dokumentieren und in die Kamera halten. Ich bin sehr gespannt jetzt, echt. Sehr gespannt. Ah, okay, er macht es in seiner Schale da drin, okay. Oh, ja, schnell, ja. Was haben wir? Ist eine ganz kleine Flamme nur, Reicht das schon? Höchste Temperatur waren 280,6 Grad unten krass. Steht bei Max. 280,6 Grad. Okay, das ist ganz, ganz krass. Ja, okay. Das ist schon richtig krass natürlich, ne? Holy shit. Aber bei Max? Wow. Das ist wirklich schon. Okay, wir machen noch die kälteste Temperatur. Die kälteste Temperatur ist mein Baby. Hier, mein Baby. Ist so süß, Mann. Achtung. Weil ich habe, das war das Kälteste, was ich entdeckt habe. Ist jetzt auch nicht mehr kalt anscheinend. Ich nehme dann da auch die Max, dass es korrekt ist. Ich nehme jetzt auch die Max 24,3. Mach den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Das wäre der Boden gewesen. Ja, alles wärmer. Ja. 24,3. Ich nehme auch die Max davon. Guck mal, Knossi will richtig ich safe gehen. Ich bin überhappy. Ey. Mega. Das ist natürlich geisteskrank, ne? Also da kann niemand, der kein Feuer hat, mithalten. Das war meine Challenge. Ohne Feuer. Zu Tag 6. Morgen letzte Challenge. Krass. Letzte Challenge. Dann geht's nach Hause. Krass. Langsam bin ich fertig. Langsam nimmt mich das echt mit. Ich bin sonst immer stark, aber langsam. Oh, das Wetter. Der Regen. Jetzt keine Sonne heute. Nackig ins Bett wahrscheinlich. Ich habe meine Unterhose wenigstens Gott sei Dank weggeschlossen. Die Unterhose habe ich, das Hemd geht bis heute Abend wieder. Aber keine Socken, die muss ich jetzt noch irgendwie versuchen zu trocknen. Ich danke euch. Danke, viel Liebe. Geil. Freut mich für Knossi sehr, muss ich sagen. Oh nee, ich habe es schon wieder vergessen gehabt. Wir haben jetzt hier quasi einen Live-Produkttest. Ich weiß nicht, ob die... Wir werden sehen. Der sieht so rutschig aus, ne? Boah, was ist denn schon wieder für eine Aktion? Auf, Sascha. Scheiße. Boah. Pass bloß auf. Alles Boah. Dafür, dass die Gun vielleicht kaputt geht, die Messung nicht zählt. Scheiße. Boah. Es gewittert. Muss schnell. Schnell. Ja, sie ist komplett unter Wasser, die Gun. Also die wird nicht mehr funktionieren, sag ich. Nee. Ja, die ist jetzt komplett kaputt. Ja, komplett kaputt. Komplett Wasser drin. Komplett Wasser auf dem Display, komplett kaputt. Scheiße, die lässt sie einschalten. Ja, was komplett. Ist los? Ja. Du hast sie komplett zerstört in dem Wasser. Warum ist die aus? Scheiße. Nicht wasserfest, ja. Krass. Das tut mir richtig leid für ihn. Also, es wurde natürlich gesagt, aber. Es tut mir richtig leid für ihn trotzdem. Ich hätte es nochmal als Orga-Team, ich hätte es nochmal raufgeschrieben. Fuck! Es blinkt richtig. Ah, ich hab's versucht. Aber ah, wieder ein bisschen runter. Aber, ja, die Teil funktioniert nicht. Oh, scheiße. Und jetzt fängt es richtig zu. Leider keine Punkte dann für Sascha natürlich, ne? Aber hey, das zeigt nichts an. Ich bin extra runtergetaucht. Ich glaube, versteht er nicht, dass es jetzt am Wasser lag? Auch weil so ein bisschen war. Jeder Grad zählt. Jede Challenge gibt mir mein Bestes. Na gut, so jetzt Unterschlupf suchen vor dem Blitz. Wieder weg von meinem Shelter. Das ist. Freistehend irgendwo da bitte rein. Oh, das war schnell. Was für eine Challenge. 7 vs. Wild. Da bist du deppert, Alter. Es bist schon wieder heftig. Von einem Ding ins nächste. Boah, das sieht so muckelig aus irgendwie auch, Mann. Das tut mir leid, ich würde ihm gerne so eine warme Decke überziehen jetzt gerade, wisst ihr? Ach, Mann.
Er kann halt nichts machen, er muss es aussitzen quasi. Die Gefahr durch Blitze beschränkt sich nicht auf einen direkten Einschlag in den Körper. Je nach Umständen kann ein Blitz auch mehrere hundert Meter vom Einschlagsort letale Folgen. Ernsthaft? Krass. Das sag ich auch zum ersten Mal. Dann weiß ich gar nicht, wo man, wo ich weiß, ey, ich würde auch, keine Ahnung. Man gibt sein Bestes und man kämpft. Jede Sekunde, es ist schon heavy. Boah. Was es mit einem Menschen macht, um das jetzt richtig in Worte fassen zu können, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Machen wir das dann, wenn es soweit ist, wenn ich abgeholt werde. Wenn man jetzt Schmerzen hat, so wie ich im Moment, von den Fußsohlen weg bis zur Kopfhaut, dann wünscht man sich, es ist komischerweise, sind trotzdem die meisten Gedanken bei emotionalen Geschichten, ja? Familie, ja, Freunde, ja, 100%. Und so. Ist interessant, aber natürlich ist auch die Gesundheit, merkt man da wieder, man wünscht sich einfach nur, dass der ganze Schmerz aufhört. Das ganze Stechen, die Schmerzen, alles. Die Schnitte, die Prellungen, was ich da habe, oder allergischen Dinger, keine Ahnung. Blasen, was weiß ich. Dass es einfach aufhört. Und wenn man keine und Gesundheit ist so ein großes Gut, so ein hohes Gut, dass man eigentlich da auf alle Fälle mehr Fokus drauf setzen muss. Auch ich. Auch ich. Das Auto bringt man, keine Ahnung, immer wieder zum Service. Jedes Jahr gefühlt, oder das Auto bringt man jedes Jahr zum Service. Aber macht man das mit sich selbst? Warum bringt man nicht den eigenen Körper, der tausendmal wichtiger ist als das scheiß Auto, das wahre kann Worte. Ja ersetzen. Wahre Worte aber. Wie auch immer. Nicht jedes Jahr ins Krankenhaus zum Check. Ja. Totalen Check. Früherkennung, Krebs, was weiß ich. Wahre Worte. Wieso nicht? Wieso mal? Ich glaub auch, weil es arschteuer ist, ne? Je nach Krankenkasse kann man das ab und zu mal machen, aber da muss man echt gucken. Aber recht hat Sascha auf jeden Fall. Man das bei materialistischen Dingen wie Autos und was weiß ich, immer zu schauen, aufpassen und müssen wir Service machen, das müssen wir machen. Ja, bei dir selbst? Fuck! Recht hat er also. Echt, ich werde zwar so Gedanken, wie ich dachte, boah, Gesundheit ohne Gesundheit, ja, ist alles nix, wenn man komplett krank ist. Das heißt, auch vorzusorgen, glaube ich, ist der Schlüssel und nicht im Nachhinein sich gut behandeln zu lassen, sondern Vorsorge. Klingt jetzt so, wie klinge ich da gerade, aber. Nee, aber es sind echt ist so ja, Werte, die man sonst ja so im Alltag einfach vergisst. Ja. Ich versuche natürlich, mich so gesund wie möglich zu ernähren. Ausgewogen, gesund wie möglich. Und fitnesstechnisch, ja, Sport zu machen und so weiter. Das ist der. Also, ob das bei mir noch gesund ist, natürlich eine andere Frage. Die völlige Eskalation jeden Tag. Aber ihr, Freunde, macht die Workouts. Ernährt euch gesund, ausgewogen. Macht Sport, egal welchen. Natürlich kann ich euch meine Videos ans Herz legen, aber ihr könnt, macht... Nochmal kurz das Millionenpublikum nutzen, um ein bisschen Werbung zu machen. Aber ey, Sascha hat recht auf jeden Fall, ne? Also ganz, ganz wahre Worte gerade hier von ihm. Diesen Sport, der euch Spaß macht. Ja. Ansonsten hört ihr ja auf damit. Boah, es ist so wichtig, sich zu bewegen, glücklich zu sein. Im Leben. Passt auf euch auf. Freunde, tut mir einen Gefallen. Und passt einfach auf euch und auf eure Mitmenschen auf. Das waren schöne Worte irgendwie von Sascha gerade, weiß nicht. Sascha, super sympathisch mir auch nochmal geworden durch die Serie, durch die Staffel. So, dann ist wieder Zeit für den alltäglichen Formcheck. Weiß nicht, bin super, ja, schon wieder so heftig abgenommen. Super happy mit ihm hier. Jetzt hat es endlich mal aufgehört, kurz zu regnen. Sieht aber nicht so aus, als wird schön werden, sondern eher so, als wird es gleich wieder weiter regnen. Nutzen wir schnell den Moment. Das muss wieder schnell gehen. Doch, so langsam, glaube ich, so langsam sehe ich, das erkenne ich auch ein bisschen so an der Brust, dass es weniger geworden ist, oder? Das lasst nicht lange auf sich warten. So ein bisschen? Also, ja, das ist die Form, genau. Ein bisschen schmaler? Einfach auf der einsamen Insel irgendwo rein zu flexen, das ist schon sehr lieb. Ich kann es schwer erkennen, aber ich glaube, so ein bisschen schmaler bei der Brust oder so, ich weiß es nicht. Ja, Sixpack kommt immer mehr und mehr raus, das ist echt krass. Das sieht man auf jeden Fall, true. Ja. Ah ja, jetzt. Ah.
schnell wieder anziehen, weil egal ob auf den Händen. Das würde mich auch am allermeisten abfucken, Junge. Holy shit. Holy shit, da hätte ich auch am meisten mit zu kämpfen. So, bei Otto, gespannt, er hatte ja ein paar Pläne geäußert für die Temperatur. Er scheint auf jeden Fall gerade Zunder oder ähnliches zu suchen. Ich bin aber aus Schlangengebiet hier. Halleluja, muss man sich hier durchochsen da. Das ist echt geisteskrank, ne? Wie dicht das da ist, holy shit. Da kommt, da ist ja kein Millimeter mit, was kommt man da durch? Und er macht das Oberkörper frei natürlich. Also, I guess wegen Schwitzen etc., aber ich hätte so Angst, dass ich mich da so steche oder so. So ein bisschen breche ich jetzt ja gerade meine Gesetze von vor 2-3 Tagen. Oh, Friends, mein Kamera-Akku ist natürlich wieder leer. Wir sehen uns nach einem kurzen Cut natürlich wieder. Okay, weiter geht's, Freunde. Jetzt entnehmen hier oder wild kaputt machen. True. Aber ich weiß nicht. Irgendwie wäre es ja auch ganz cool, es trotzdem ein bisschen zu nutzen hier, ne? So. Hier habe ich durchaus was, was man irgendwie als Shelter nehmen könnte, würde ich sagen. Mit tollem Blick aufs Meer. Dann spielt gar keine Rolle, ob Ebbe oder Flut ist. Okay, also Bertram noch gar nicht die Challenge, sondern einfach das Shelter. Müsste doch funktionieren. Aber ist ja auch Top Priority, deswegen. Ist smart. Natürlich eine wahnsinnige Arbeit, alles hier hochzuschaffen. Aber jo. Dann ist das wohl so. Ich habe mich gerade todeserschrocken, oh mein Gott. Also wirklich, ich habe mich so erschrocken, dass ich so, dass mir die Luft weggeblieben ist kurz. Wirklich. Bei Otto immer, ich habe sogar Gänsehaut gerade bekommen. Otto sonst immer. Entspanntes Ferienfeeling. Und jetzt aus dem Nichts werden wir angeschrien. Was ist hier denn los? Herzinfarkt. Oh mein Gott, Junge. Au, au, au. Holy shit, hab ich mich erschrocken, das ehrlich. Das wollte ich immer mal an so einem Ort machen. Ich hab mich so erschrocken gerade, das hat mir richtig zusammengezuckt irgendwie. Boah. Ist das krass? Man schlägt sich irgendwo durch und hier durchzukommen ist ja nahezu unmöglich. Unmöglich. Wie lange? Es ist wirklich unmöglich, drauf? Ehrlich. Keine Chance. Hab ich echt so unterschätzt, aber wunderschön. Was liebe ich diesen Ort. Einfach nur die grüne Hölle. Ja, die grüne Hölle wäre auch ein geiler Folgentitel. Die grüne Hölle wäre ein geiler Welcome Folgentitel. To the jungle. Ha, daher haben wir das. Das war eine der letzten Intro-Szenen, die uns gefehlt hat noch. So, dann heißt es, die ersten beiden. So nämlich. Bambuspfähle hochbringen von, mal gucken, wie viele es werden oder sein müssen nachher. 6 oder so. 6, 7. Irgendwas in dem Dreh. Eine gute Plackerei, also hier bei der Luftfeuchtigkeit. So, hier muss man kurz aufpassen, dass man nicht abschmiert. In geistiger Umnachtung. Ich wollte gerade sagen, eventuell. Ne? Achtung. Safety first. Muss nicht sein, scheinbar. So. Dies könnte dein Zuhause sein, Otto. Wenn du nicht mehr so schlecht hast. Blick aufs Meer. Shelter oben drüber, müssen wir mal schauen, wie wir das lösen. Check. Aber an sich not bad. Auch bin ich am Ölen. An sich not bad. Also wirklich, ich frage mich, wo Otto die Energie hernimmt, Sachen zu schleppen, sich durchzuboxen. Wirklich, alle anderen Teilnehmer sind kurzatmig, verrecken halb. Und Otto macht heute am Tag so viel wie, keine Ahnung, bis jetzt noch gar nicht gefühlt. Es ist wirklich krass, wo er die Energie hernimmt, finde ich. Ehrlich. Ich weiß gar nicht, warum ich diese Idee hatte. Ich weiß es auch nicht. Ja. Aber sie ist einfach gekommen, scheinbar. Ja, auf jeden Fall finde ich es klasse. Ja,
Also hier gerade. Einfach ein Macher, Digga. Ganz, ganz krass. Ist doch wohl mega, oder? Oben drüber. Otto, wirklich. Naja, sind gute Baumkronen. Keine Anzeichen von. Richtig schüttet, ist es nicht. Von Erschöpfung trocken zu sehen. Aber ehrlich, tagsüber hocke ich mich halt unten in meine Höhle, da bin ich eh nicht am Lager. Wenn es unfassbar schütten sollte. Und wenn es jetzt die beiden Nächte unfassbar schütten sollte und gerade Flut ist, ja Jut, dann ist das halt so. Dann regnet es halt. Scheiß drauf. Klar, ich könnte die Palmwedel hier, da war ich eben noch an meinem Süßwasserspot, abschlagen von der Palme. Das wäre natürlich mega einfach. Bap, 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 ab. 5-6 Dinger da oben drüber. Wäre schon easy. Aber ich will die schöne Palme da nicht massakrieren. Wäre allerdings einfach. Bockmas, hief mal drauf. Digga, ich sag's, das ist Otto wirklich krass. Ich bin gespannt, ob Sascha noch drin ist. Sascha ist auch sehr, sehr freuen. Ja. Ist er. Ich glaube auch, ich weiß nicht, das ist so schwer einzuschätzen. Ja, ich liebe diese Einschätzungen. Ihr wisst, ich liebe das. Gib mal mehr, gib mal Einschätzungen. Eigentlich glaube ich, dass alle noch drin sind. Nee, zwei sind raus. Zwei sind leider schon raus. Weil es für alle, die mehr Gegenstände hat, was hat mir am meisten Probleme bis jetzt bereitet? Mein unterer Rücken bzw. die Schmerzen im Oberschenkel oder im Gesäß, die sie reingezogen haben. Das ist das Einzige. Aber halt Flut. Alles andere. War auch Problem bei Wasser, dir. Wasser, wir haben Essen, wer es ist. Flut und Isolation nicht, war das Problem bis jetzt. Wir haben Regensachen, also eigentlich, ich frage mich halt immer, ne, was könnte den anderen passiert sein, dass sie sagen, boah, ich kann nicht mehr. Verletzungen halt auch könnten da immer passieren. Bei mir ist im Kopf tatsächlich immer nur die Schmerzen, weil ich denke, Otto, ist das jetzt total ungesund, da weiterzumachen? Jetzt so geht's, ich merke irgendwie wie eine Stumpfheit im Bein, aber keinen Schmerz, also keinen stechenden Schmerz. Ob das besser ist, weiß ich jetzt nicht. Also alles okay. Okay. Würde mich echt interessieren, wann die anderen abbrechen würden. Mhm. Mich würde freuen, wenn alle noch drin sind. Dann wäre es vor allem sehr lustig mit der Punkteverteilung. Das wäre echt cool, ja. Wenn am Ende nur noch zwei, drei drin sind, dann ist natürlich, okay, der eine kriegt 7 Punkte, der andere kriegt 6. Jetzt bei dem Temperaturunterschiedsding. Stimmt, ja, ja. Nicht so ein Stimmt, Unterschied, ne? Stimmt. So, Otto, stimmt. Du laberst zu viel. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja. Das wird ja auch immer näher aneinander dann gerückt, klar. Ich weiß, oder ihr wollt immer draußen sehen, die wildesten Konstruktionen. Und ja, da kommt mir jetzt vorne an die Palmen gehen. Bam, die riesen Palmen. Es ist einfach so oder so. Schlagen. Man könnte sich super mit denen hier so einen Schirm drüber spannen. Krass, dass Otto noch so Gas gibt jetzt. So oder so. Easy. Aber ich weiß nicht, wenn ihr das immer ein bisschen nachvollziehen könnt mit dem Müll. Mir tut hier schon jeder Hieb weh, den ich irgendwie gemacht habe da. Aber ich echt denke, was sind wir für Arschlöcher, wir Menschen? Das wird wahrscheinlich geblurrt. Was sind wir für Idioten? Wurde nicht geblurrt. Alles so zu vermüllen. Das auf einer Insel, wo nichts wäre, wo ich eher das Gefühl hätte, ja, okay, alles klar, hier musst du gegen den, oder mit der Natur irgendwie arbeiten, wäre, glaube ich, irgendwie eine andere Nummer. Aber vielleicht mache ich mir auch zu sehr den Kopf. Deswegen, nee, wenn ihr enttäuscht schön. Seid, dass ich hier nicht einen Monster-Shelter baue, das war übrigens mein Plan. Gar nicht, gar nicht. Mein Plan richtig schön war, einen riesen Shelter zu bauen, zweistockwerkig, mit Tür, geflochtenen Dingen und sowas. Ja, und dann kam ich hier hin. Also, ich finde es voll interessant. Nichts ist so voll schön von Otto so. Wie die Lageänderung. Dafür habe ich eine wunderschöne Aussicht. Also ich meine, bitte euch. Also wirklich die Kalorien und die Energie, die er verbrannt hat in dieser Folge, insane einfach. Hast du auch okay, oder? So, Freunde, Shelter, beziehungsweise, ne, Shelter ist ja nicht, sondern Unterlage ist fast fertig. Ich habe zwei Baumstämme müssen noch drauf. Jetzt regnet es eh. Es ist, glaube ich, fast komplett Ebbe. Und ich check jetzt mal ab, ob ich ins Meer komme oder nicht, um zumindest mal irgendeinen Fisch im Meer zu sehen. Hauptsache, du nimmst die Thermogun nicht mit, okay? Das funktioniert nämlich nicht ganz so gut. Lass die Thermogun einfach bei dir, okay? Das wäre das einzige Otto. Also wäre ich im Urlaub, tiefenentspannt, würde ich wahrscheinlich reingehen. So siehst du auch aus, muss ich sagen, eigentlich. Aber hier hängt einfach zu viel dran, auszufallen. Ja, aber es war auszuscheiden aus Severus Wild. Richtige Entscheidung. Wegen so einer blöden Geschichte wie, ich will jetzt unbedingt ins Meer rein. Ich will unbedingt ins Meer rein, ja. Aber das ist nicht so schlau. Und guck mal, da hinten sind auch noch mal riesen Höhlen. Sehe ich gerade. Weil das Gewitter war noch nicht bei Otto, ne? Natürlich bei Flut völlig unter Wasser. Das Gewitter kommt gleich noch bei Otto, glaube ich. Das ist schon ein mega schönes Plätzchen hier. Das heißt, doppelt smart nicht ins Wasser gegangen zu sein. Ich glaube, die Logik sagt nein. Smart, also Otto. Otto in mir drin sagt. Otto wirkt auch noch sehr fit im Kopf, sehr smart. Natürlich, so. Ja, auf jeden Fall. Geh da rein. Er kann auch gut abschätzen, überlegen, ich nachdenken. Ich glaube, wir blasen das hier ab mit Schwimmen gehen und euch smart. Coole Bilder von Fischen zu zeigen. Ich hätte super gern gemacht, wirklich, wenn hier ein bisschen Strand gewesen wäre oder ein bisschen was so, wo man reingehen kann und halt nicht so eine braune Geschichte, nur Steine.
Ihr seht die ganzen Steine da. Nee. Das ist das Risiko leider nicht wert. Deswegen seid bitte nicht enttäuscht, wenn ihr das erwartet habt. Ich habe es auch von mir selber erwartet. Leben in der Lage. Oh oh. Ich weiß nicht, ob ihr das hier erkennen könnt. Was ist denn das? Aber dieser Stream. Irgendwas beim Hacken. Oh oh, oh oh. Hat mich da berührt. Oh und seitdem oh. Ist der Stream. Oh nein. Der brennt. Ja, die betroffene Stelle könnte durch Kontakt zu einem Wolfsmilchgewächs, wie zum Beispiel dem Machinellbaum, entstanden sein. Der Milchsaft dieser Pflanzen kann auf der Haut zu verbrennungsähnlichen Symptomen mit Rüttungen und Blasenbildung ganz führen. Ganz schön dolle. Und er war da oberkörperfrei in dem ganzen Scheiß drin. Das ist also irgendeine Pflanze gewesen, Fuck. Mit irgendeinem Sekret, mit irgendeinem... Was giftig war halt. Was? Das, ja, Kacke. Was soll hier voll verbrennen? Das kann halt dieses giftigste okay, der Welt sein, ne? Mal, brennt das richtig doll. Also Fuck. Brennt die ganze Zeit... Auswaschen würde ich direkt. Ist, brennt es nochmal... Wasser auswaschen, mehr. Oder? Was macht man da? Sieht einfach wie eine Verbrennung, wie es eine... Sieht echt wie eine Verbrennung aus. Vernarbung. Das beschreiben, so wie eine aus. Vernarbung fast schon. Verbrennung, Vernarbung. Einfach krass, oder? Na, wer weiß, was sich da berührt hat. Ich hab noch nie jemanden gesehen, der so gechillt in solchen Situationen umgeht. Ich sag's, wie es ist. Wie eine schön dumme Sache, irgendwas anpacken. Aber ich weiß nicht, was es war. Es war wahrscheinlich irgendwo zum Durchhacken oben durch zu meinem neuen Shelter. Was ist mit diesem Mann? Ganz ehrlich, Otto ist der entspannteste Mensch, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Sabrina jetzt auch ausgegraut, wie wir hier sehen können natürlich, ne? Also das mit Otto, das bleibt mir, es wird mein Rätsel bleiben, wie dieser Mann so entspannt sein kann. Wirklich. Er hat da einfach dieses Dings von irgendwas Hochgiftigem. Gucken wir mal, ne, was es wird, ist ja auch egal. Krass, wirklich krasse Folge wieder. Hat super Spaß gemacht. So viel ist passiert. Otto ist wirklich MVP. Wirklich MVP des Lebens. Alle anderen kollabieren halb. Otto macht den anstrengendsten Adventure-Tag seines Lebens. Und trägt so Bambusstämme nach oben. Hackt sich irgendwo durch. Will doch schwimmen gehen. Weil er nichts Besseres zu tun hat. Ganz krass. Sascha schrottet erstmal seinen Thermogun, weil er in der Challenge gut performen will und scheidet mit der Challenge, also scheidet bei dieser Challenge aus quasi. Joris hat keine Möglichkeit, Feuer zu machen, also hat sich nichts geändert. Das ist krass, es ist ganz, ganz krass. Super viel passiert. Sabrina ist ausgeschieden, es tut mir mega leid, aber ich bin auch super stolz auf sie, muss ich sagen. Richtig krass. Dass sie so lange durchgehalten hat überhaupt und ich bin richtig stolz. Ich freue mich unfassbar auf die neue Folge und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich, Freunde. Wir sehen uns bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehen wie immer natürlich und ciao.